Was ist eigentlich das Beste an so einem iPhone? Für viele sicher die Kamera, mit der man inzwischen so gute Fotos aufnehmen kann, dass die gute alte Reisedigitalkamera praktisch ausgedient hat. Aber verlernen wir dadurch auch das Fotografieren? Das iPhone macht den schnellen Schnappschuss so einfach, dass du dich vielleicht noch nie mit allen Funktionen oder Möglichkeiten der Kamera beschäftigt hast. Das ändern wir heute mit 10 Tipps, die dir dabei helfen, bessere Fotos zu machen, damit du deine Freunde so richtig neidisch machen kannst, wenn du aus dem nächsten Urlaub zurückkommst. Für den ersten Tipp müssen wir etwas Bildgestaltungstheorie pauken. Ich fasse mich aber kurz. Vom goldenen Schnitt hast du sicher schon einmal gehört. Er spielt in Mathematik und Architektur eine Rolle, aber auch in der Kunst. Bei der Bildgestaltung sorgt der goldene Schnitt dafür, dass wir Bilder als besonders harmonisch empfinden. Berühmtes Beispiel ist die Mona Lisa. In der Fotografie gibt es, abgeleitet vom goldenen Schnitt, die einfachere Drittelregel. Auf Englisch Rule of Thirds. Dabei legt man einfach zwei horizontale und zwei vertikale Linien auf das Bildmotiv und unterteilt es so in 9 gleich große Abschnitte. Das zu fotografierende Motiv sollte an einem der 4 Schnittpunkte der Linien platziert sein oder aber entlang einer der Linien. Das macht Fotos interessanter und lebendiger, als wenn du das Hauptmotiv in der Mitte platzierst. Damit du dich beim Fotografieren an die Drittelregel erinnerst und bessere Bildkompositionen erzielst, schalte das entsprechende Raster in der iPhone-Kamera an. Gehe in den Einstellungen zu Kamera und aktiviere hier den Schieberegler Raster. Ab sofort wird dir immer das Drittelraster beim Fotografieren eingeblendet, egal in welchem Aufnahmemodus, und es hilft dir dabei, bessere Aufnahmen zu machen. Genug Theorie, nun ein ganz praktischer Tipp zur Nutzung des Zooms deiner iPhone-Kamera. Dass du mit 2 Fingern ran und rauszoomen kannst, weißt du bestimmt, aber das ist leider oft ziemlich ungenau. Für eine exaktere Zoom-Steuerung hältst du im Fotomodus deinen Finger auf der angezeigten Zoom-Stufe gedrückt und nun kannst du mit Ziehen nach rechts oder links den Zoom-Faktor mit nur einem Finger festlegen und das genauer als mit 2. Wenn du ein Video aufnimmst, geht das ebenfalls. Apropos Video, um ein Video mit deiner Kamera aufzunehmen, musst du nicht immer erst auf Video im Menü tippen. Stattdessen hältst du einfach deinen Finger auf dem Auslösebutton gedrückt. Das startet die Videoaufnahme. Wenn du deinen Finger nicht die ganze Zeit darauf gedrückt halten möchtest, ziehe dann den roten Punkt einfach mit gedrücktem Finger nach rechts in den Kreis. Dann läuft die Videoaufnahme auch ohne Fingerdrücken weiter. Und auch die Serienfunktion kannst du direkt auslösen. Drücke auf den Auslöser und ziehe dann direkt nach links, bevor eine Videoaufnahme startet. Die Kamera macht nun eine Serie aus schnellen Einzelaufnahmen, aus denen du danach die besten auswählen kannst. Ideal für Actionfotos, zum Beispiel bei einer Sportveranstaltung oder wenn man Kinder hat, die nicht stillsitzen können. Ich weiß, wovon ich spreche. In der Fotos-App sind solche Serien durch das Wort Serie und die Anzahl der darin enthaltenen Fotos gekennzeichnet. Tippe unten auf Auswählen und gehe durch die einzelnen Aufnahmen, markiere diejenigen, die du behalten möchtest, dann auf Fertig und bestätige, dass du nur deine Favoriten behalten möchtest, damit du deinen Gerätespeicher entlastest. Wenn du dich nicht auf die automatischen Einstellungen deines iPhones verlassen willst, dann tippe entweder oben auf den kleinen Pfeil oder, viel einfacher, wische kurz im Sucherbild nach oben. Damit klappt das Menü für weitere Einstellungen auf, mit dem du den Nachtmodus, Live-Fotos, das Bildformat, die Belichtung, den Selbstauslöser sowie Filter manuell einstellen kannst. Wischen nach unten lässt das Einstellungsmenü wieder verschwinden. Wenn dich das Thema dieses Videos interessiert, dann ist vielleicht auch mein wöchentlicher Newsletter was für dich. Darin teile ich meine Gedanken zu Technikthemen und Entwicklungen. Außerdem bleibst du natürlich über meine Veröffentlichungen hier und auf anderen Plattformen auf dem Laufenden. Alle Abonnenten bekommen sofort nach der Anmeldung Zugang zu 2 Bonusvideos, nämlich meine 3 Tipps zu Screenshots mit dem iPhone sowie ein Tutorial zum YouTube-Player. Natürlich ist mein Newsletter kostenlos. Ich verlinke dir die Anmeldeseite hier oben und unten in der Beschreibung. Schon häufiger habe ich in meinen Videos über die Funktion Live-Fotos gesprochen. Vielleicht hast du dabei gemerkt, dass ich eher kein Freund dieser Ultra-Kurz-Videos bin, mit denen mehr von der Atmosphäre des fotografierten Moments eingefangen werden soll als auf normalen Fotos, auch dadurch, dass sie Ton haben. Allerdings machen sie auch den Gerätespeicher schnell voll und sie haben noch einen zweiten Nachteil, zu dem komme ich gleich. Jedenfalls, vielleicht nutzt du Live-Fotos ja gerne und dann solltest du die folgenden Funktionen auch unbedingt kennen. Schaust du dir ein Live-Foto in der Fotos-App an, erkennst du das oben an der Bezeichnung Live. Halte den Finger darauf gedrückt, aber nicht auf dem Hauptmotiv, dann spielt das Video ab. Du kannst dein Live-Foto aber auch noch verändern. Tippe auf das Menü und du siehst, hier gibt es Endlosschleife, das erklärt sich, glaube ich, von selbst. Abpraller, das ist nichts anderes als die Boomerang-Funktion, also das Video wird erst vorwärts, dann rückwärts, dann wieder vorwärts und so weiter abgespielt. Als dritte Option gibt es Langzeitbelichtung.
Ist dies aktiviert, werden die Einzelbilder des Videos übereinander gelegt, was vor allem bei Wasseraufnahmen einen ganz schönen Effekt ergeben kann. Es macht aber definitiv nicht jedes Foto schöner. Nun besteht ein Video bekanntlich aus vielen Einzelbildern und falls dir das Hauptbild deines Live-Fotos, also das Standbild, das dir in der Fotos-App angezeigt wird, nicht gefällt, kannst du es ändern. Tippe dazu auf Bearbeiten und das Live-Foto-Symbol unten links. Nun kannst du ein anderes Einzelbild auswählen, das dann als sogenanntes Schlüsselfoto angezeigt wird. Aber Achtung, jetzt kommen wir zu dem zweiten Nachteil von Live-Fotos. Wählst du hier ein anderes Einzelbild aus, wird es eine schlechtere Auflösung haben als das ursprüngliche Schlüsselfoto. Denn nur dieses wird in derselben Auflösung aufgenommen wie ein normales Foto, während alle anderen stärker komprimiert werden. Du kannst das Schlüsselfoto also wechseln, aber in den meisten Fällen wird das nicht zu einem besseren Foto führen. Für schnelle Bewegungen ist daher die Serienfunktion viel besser geeignet. Kommen wir zum Fokus der iPhone-Kamera. Der Autofokus ist sehr gut darin zu erkennen, welches Motiv in deinem Foto scharf sein soll. Aber manchmal möchtest du vielleicht davon abweichen. Etwa um eine spannendere Bildkomposition zu erzeugen. Um sicherzugehen, dass der richtige Bereich des Fotos scharf ist, tippe mit dem Finger darauf. Damit der Fokus jetzt nicht wieder zurückspringt, halte deinen Finger gedrückt, bis oben AE-AF-Sperre eingeblendet wird. Neben der Box, die den fokussierten Bereich anzeigt, siehst du ein kleines Sonnensymbol. Das soll dich daran erinnern, dass du hier auch die Belichtung verändern kannst. Dazu legst du einfach einen Finger auf den Bildschirm und ziehst ihn nach oben für mehr und nach unten für weniger Belichtung. Um deine manuelle Fokus- und Belichtungseinstellungen wieder aufzuheben, tippst du einfach kurz auf den Bildschirm. Wer fotografiert nicht gerne sein Essen? Dein iPhone verfügt über einen 3-Achsen-Gyrosensor, nicht Gyros-Sensor, und dieser kann dir bei deiner Food Photography helfen. Wenn du deine Kamera gerade von oben nach unten hältst, erscheinen zwei Fadenkreuze. Bringe das gelbe Kreuz genau über das weiße Kreuz. Damit stellst du sicher, dass deine Kamera sowohl horizontal als auch vertikal perfekt gerade ausgerichtet ist und du keine perspektivische Verzerrung in deinem Foto hast. Falls du noch nie in den iPhone-Einstellungen deiner Kamera warst, dann wird diese immer wieder auf bestimmte Voreinstellungen zurückgesetzt, wenn du sie eine Weile nicht benutzt. So startest du danach jedes Mal aufs Neue im Fotomodus, Live-Fotos sind aktiviert und das Format ist 4:3. Wenn du nicht jedes Mal alles neu einstellen willst, kannst du die Kamera-Einstellungen speichern. Gehe zu Einstellungen, Kamera und dann Einstellungen beibehalten. Ist der erste Regler aktiviert, merkt sich die Kamera den zuletzt gewählten Modus, also zum Beispiel Video. Mit dem zweiten speicherst du das Format, zum Beispiel 16:9 oder quadratisch. Und wenn du wie ich keine Live-Fotos magst, dann aktivierst du den letzten Regler, gehst zurück in die Kamera und stellst hier sicher, dass das Live-Foto-Symbol oben durchgestrichen ist. Ab jetzt bleibt es ausgeschaltet, bis du das selbst wieder änderst. Und jetzt bist du dran. Schnapp dir deine iPhone-Kamera und probiere die verschiedenen Funktionen aus. Ich bin mir sicher, dass sie dir dabei helfen, die Qualität deiner Fotos zu verbessern. Aber was, wenn du gerade die schönsten Urlaubsfotos schießt und plötzlich merkst du, dass der Akku deines iPhones fast leer ist und du hast keine Möglichkeit zum Aufladen? Dann hilft dir das Video neben mir, denn darin erfährst du sämtliche Einstellungen, die du zum Einsparen von Akkuleistung auf deinem iPhone vornehmen kannst.